Hallo, ich bin's wieder, Franzi von der Flower House Ranch. Heute ist das nächste Video dran. Dann bekommt ihr mal einen kleinen Einblick in die Bodenarbeit mit Willi. Zurzeit gibt es weniger Videos, weil bei uns sind immer im Schnitt 33 Grad und da habe ich und das Pferd keine Lust, irgendwas zu machen, weil unser Reitplatz in der prallen Sonne liegt. Wir arbeiten immer noch an dem Thema des Losreißens. Das ist entstanden, als mit ihm an der Longe gearbeitet wurde. Wenn er mal viel Energie hatte und aus dem Schritt losrannte, zum Beispiel in den Trab oder Galopp, musste er leider lernen, dass er nicht locker begleitet wird, sondern am Kappzaum aus dem Gleichgewicht gezogen wurde. Ich denke, ich brauche euch nicht erklären, wie sich jedes Pferd dabei fühlt. So verlor Willi die Lust am Tempo und quittierte das Arbeiten an der Longe mit Festmachen im Hals und Schnelligkeit. Leider hatte er so viel Ideenreichtum entwickelt, dass sich diese Sache auch auf alle anderen Bereiche bezog, zum Beispiel das Spazierengehen oder das Führen von A nach B. Man konnte ihn deshalb auch kaum noch halten. Und hier liegt auch der Ansatz für meine weitere Arbeit mit Willi. Ich muss dieses durchbrechen. Ich muss ihm zeigen, egal was er tut, egal wie schnell er ist, ich begleite ihn dabei. Ich gehe mit ihm flotten Fußes im Schritt oder Trab mit, ziehe ihn nicht mehr aus dem Gleichgewicht und bestrafe ihn in keinster Weise, sondern nehme danach wieder meine normale Gangart, die ich ihm vorgegeben habe, auf. Das folgende Video ist extrem gekürzt, um euch nicht zu langweilen. Es wird immer besser mit dem Training. Wir bekommen das hin. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit meinem Kanal und ich bleibe dran. Alles Gute euch, viele Grüße wünscht Franzi. So, diesmal ein Ausschnitt aus der Bodenarbeit mit Willi. Hier versuche ich wieder auf das Niveau zu kommen, was wir vor 1,5 Jahren mal hatten. Und zwar mit wenig Gesten, ihn zum Rückwärts zu bewegen. Aber man sieht, ich brauche noch ganz schön viel dafür. Er schlägt auch mit dem Schweif, wenn ich sowas von ihm verlange. Und dann ist das Hauptthema nach wie vor das Losreißen. Ich habe diese Einheit jetzt extrem mal zusammengeschnitten, um euch nicht zu langweilen. Erstmal habe ich angefangen hier mit dem Zirkeln. Es geht darum, dass er erstmal nur um mich herumläuft, ohne dass ich viel tue. Ich bin neutral, so weit wie möglich. Und er soll erstmal nur einen bis zwei Zirkel um mich laufen. Man sieht aber, dass er da auch immer schon Probleme hat, ne? Er schlägt mit dem Schweif, fragt immer wieder an und ich brauche viel Energie, um ihn irgendwie am Laufen zu halten. Ich möchte ihn hier in Trab holen, muss sehr viel Energie aufwenden und weiß jetzt, dass er gleich sich festmacht im Hals und davon rennt. Das ist dieses Besondere, was er immer anbietet. Dieses, ich muss schnell laufen und dann renne ich weg. Ich versuche ihn hier nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen und begleite ihn. Aber er hat über die 1,5 Jahre gelernt, sich dann auch noch umzudrehen. Und dann wurde das Seil losgelassen und das Pferd rannte frei. Ich muss jetzt diese Masche durchbrechen, indem ich ihn immer wieder begleite. Hier hat mein POS, der mich filmt, mich sogar verloren, weil wir schneller waren als der Pivo. Darum bin ich jetzt gerade nicht zu sehen. Aber da komme ich wieder mit dem Willi. Man sieht, er versucht immer noch nach außen auszuweichen,
aber ich ihn verfolge ihn und begleite ihn dabei, ohne ihn aus dem Gleichgewicht zu ziehen. Hier habe ich ihn wieder eingeholt, verlängere oder verkürze das Seil, das sehr lang ist, damit ich ihn besser begleiten kann, wenn er mir abhaut und er dadurch lernt, auch wenn er losgaloppiert und weggeht, dass ich ihn nicht mehr aus dem Gleichgewicht ziehe, wie es vorher immer geschehen ist, und ihn begleite und er davor keine Angst mehr haben muss. Und je mehr ich das mache und je öfter, umso mehr versteht er. Hier trabt er auch wieder. Wie gesagt, der Pivo ist da immer etwas hackig, deswegen sieht es so abgeschnitten aus, weil wir schneller sind, als der Pivo uns trecken kann. Aber ich denke, ihr seht, was ich meine. Und wenn er nur eine Runde geschafft hat oder höchstens zwei, lobe ich ihn ganz stark, bevor ich ihn wieder in den Trab schicke. Lasse ihn auch die Pausen, um darüber nachzudenken. Und dann versuche ich ihn auch gleich wieder in den Trab zu schicken. Brauche sehr viel Energie immer noch. Aber das wird sich irgendwann dann auch bessern. Und wie gesagt, mir geht es ja erstmal darum, dass er lernt, wenn er abhaut, es ist egal, ich begleite ihn.